Hallo Mariah Schmidt-Wendling, sisu-training.de, heute 167 von 365, ich kann gar nicht mehr sprechen, habe einen harten Tag gehabt heute. Mit dem konkreten Schwimmprogramm zur KW 46 habe ich eben gerade abschwimmen lassen bei Fitness First in Frankfurt heute Abend. 200 Meter einschwimmen, 50 Meter Brustarme, Kraulbeine, kurze Pause, dann 50 Meter Kraularme, Brustbeine, gefolgt von 50 Brustarme, Delfinbeine, 50 Kraularme, Delfinbeine. Danach 150, besteht aus 50 Meter Sub, also Singlearm-Drill rechts, 50 Meter einarmig rechts, 50 einarmig links und 50 Meter Abschlagschwimmen. Das war so der Technikblock und Einschwimmen. Dann ging es weiter mit 6x 150, bestehend aus 25 Meter Tauchen, 25 Meter Brustschwimmen und 100 Kraul locker. Pause 40 Sekunden. Das ist schon recht ambitioniert, aber das ist doch machbar. Viele jammern am Anfang immer, aber danach geht es doch ganz gut. 100 Meter Nebenlage easy und dann 3x 500 Meter mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Das erste Mal auf Zug schwimmen, also ruhig ein bisschen schneller schwimmen. Dann Pause, ja, haben wir so zwischen 30 Sekunden und 1 Minute gemacht. Dann der zweite 500er Gleiten, lange Züge, wenig Stress, auf Technik fokussiert schwimmen, schön schwimmen. Letzter 500 Pedals Pullboy, mittleres Tempo, 100 bis 200 Meter ausschwimmen, sind etwa 3150. Stunde 10 etwa hat es gedauert. Also für diejenigen, die jetzt so schon Ironman machen, für die ist das auf jeden Fall ein Programm, was sie jetzt schwimmen sollen. Morgen geht's weiter, schönen Abend, ciao.